In einer Betriebshalle des Forstdienstleisters Hans-Joachim Haas stapeln sich die Kartons. Die Hilfsbereitschaft für die notleidenden Menschen in der Ukraine ist beeindruckend. Bürger aus dem ganzen Landkreis bringen Spenden, die vom Weikersheimer Ortsteil Elpersheim aus in die Ukraine geliefert werden sollen. Das Echo war phänomenal. Also wir sind da wirklich sehr angenehm überrascht worden. Die Hilfsbereitschaft, die hier unter der Bevölkerung herrscht, also das ist echt Wahnsinn. Und wir haben jetzt seit Montag hier Sachspenden angenommen. Und wie man jetzt gerade im Hintergrund auch sieht, auch die umliegenden gewerbetreibenden Firmen liefern hier palettenweise Lebensmittel und Güter an, die dort dringend gebraucht werden. Mit einem 40-Tonnen-Laster werden die Spenden dann am Samstagmorgen in die Ukraine gefahren. Inklusive eines Begleitfahrzeugs machen sich 5 Helfer auf den Weg ins Kriegsgebiet. Birgit Haas filmt immer wieder für uns, während ihr Mann den LKW fährt. Wir sind jetzt etwa 90 Kilometer vor der Grenze zur Ukraine. Es kommen Autos entgegen, aber in Richtung Ukraine fährt eigentlich kaum was, also ein LKW gar nicht. Vereinzelt PKWs. Ziemlich einsam ist es jetzt. Mit ihrer Tochter bleibt sie dann aber in Polen zurück. Die anderen fahren tatsächlich einige Kilometer in die Ukraine. Der Zeitraum des Grenzübertritts, das hat sich über mehrere Stunden hingestreckt. Von, wie gesagt, 0 Uhr bis morgens 5 Uhr. Und etwa 3, halb 4 war plötzlich Fliegeralarm. Wenn man das dann sieht oder merkt, dann gehen einem dann schon Gedanken durch den Kopf, die man so normalerweise nicht hat. Ja. Und vor allem, wenn man dann auch sieht, wie die Grenzer und die Leute dort vor Ort mit dem Thema umgehen. Und wie nervös die dann auch plötzlich werden. Und dann merkt man, hier ist Krieg, ja. Hier ist was nicht normal. Und nicht so, wie wir das gewohnt sind. Doch die Übergabe der Spenden funktioniert reibungslos. Der Schwager eines Mitorganisators übernimmt die Fracht in einen eigenen LKW. Überladen hat geklappt. Der eine ist leer, der andere ist voll. Über 30 Paletten an Hilfsgütern werden übergeben. Anschließend geht es wieder auf die Rückreise ins beschauliche und vor allem sichere Taubertal. Die Heimat wieder erreicht, das Ortsschild von Weikersheim ist erreicht. Das heißt, wir sind wieder zu Hause nach rund 2420, 30 Kilometer sowas. Nach fast 60 Stunden ist das Helferteam zurück in Elpersheim und wird gebührend von einigen ehrenamtlichen Mithelfern empfangen. Die Eindrücke der vergangenen Tage vom Leid der ukrainischen Bevölkerung müssen allerdings erstmal verarbeitet werden. Denen fehlt es am notwendigsten. Da fehlt es an Grundnahrungsmitteln, am Brot, am Wasser. Und das sind Dinge, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und wenn man dann hört, dass dort Waisenhäuser eingerichtet worden sind, wo für Kinder, wo die Eltern jetzt während des Krieges schon zu Tode gekommen sind. Das ist natürlich was ganz Schreckliches und das sind Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Und wo ein Teil der Güter, die wir jetzt hintransportiert haben, auch hinkommen. Weil man gar nicht alle angelieferten Hilfsgüter in den LKW bekommen hat, ist in den kommenden Tagen eine weitere Fahrt in die Ukraine geplant. Die Hilfsaktion aus dem Taubertal geht also vorerst weiter.